Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier beim Elite-Fixkraft-Wochenende sind auch viele Lokalmatadoren am Start aus Oberösterreich. Einer der besten an diesem Wochenende ist natürlich Clemens Bernard vom Reitclub Hofinger. Clemens, Gratulation, mit Kuba wieder eine fabelhafte Runde gedreht am heutigen Tag und wieder platziert aus dem Hause Leitl. Eine Zeit lang war sie ja außer Gefecht, jetzt ist sie wieder zurück. Ist sie die Alte? Ja, fast noch besser wie vorher. Jetzt hat sie lange Pause gehabt, jetzt ist sie wieder richtig in Schuss und ich glaube, das passt ganz gut. Ja, man hat gesehen, du hast heute schon forsch nach vorne geritten, aber noch nicht alles aus der Stute rausgeholt. Eine Wendung hast du wie ein Millionärsbogen noch gemacht. Hier, vielleicht um der Stute Sicherheit zu geben, morgen im großen Preis mehr drin. Ja, ich werde morgen im großen Preis vielleicht auch nicht alles riskieren, weil ich will sie aufbauen für nächste Woche für die Staatsmeisterschaft und will da noch nicht alles rausholen. Ja, nächste Woche Staatsmeisterschaft, ein Thema auch für Clemens Benach. Wie sieht es da aus mit der Kuba? Kann sie mithalten mit den anderen? Ja, wenn es ein bisschen glücklich läuft für mich, glaube ich schon, dass ich ein bisschen mitreden kann. Aber müssen wir natürlich abwarten. Jetzt bist du Lokalmatador hier in Oberösterreich bei den Staatsmeisterschaften. Ist das etwas ganz Besonderes und wie präsentiert sich Schärding? Ja, ist natürlich super da, wenn wir bei uns in der Gegend so ein tolles Turnier haben, Staatsmeisterschaften, deswegen wollte ich auch die Chance nutzen und da reiten. Jetzt hast du aber noch zahlreiche Nachwuchspferde unter dem Sattel gehabt, sogar eine Scheckin, der hervorragend springt. Alle tragen hinten die Buchstaben GB. Was steckt dahinter? Ja, die GB-Pferde sind gut Brandstedt-Pferde. Das ist eine Züchterin, mit der ich zusammenarbeite jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Und hat lauter gute Pferde und macht Spaß, mit solchen guten Nachwuchspferden zu reiten. Also nach Kuba kommt was nach. Ja, auf jeden Fall. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist er bestens aufgestellt für die Zukunft, der Clemens Benard. Wir halten ihn natürlich als Lokalmatador hier mit seinem in Österreich gezogenen Pferd von Lando S aus der Zuchterfamilie Leitl die Daumen, weil wenn wir uns nämlich zurückerinnern an die Staatsmeisterschaften 2010 in Lassee, standen auf Platz 1, 2, 3 nämlich nur Pferde aus österreichischer Zucht. Mal schauen, ob es heuer auch wieder klappt.